Shalom, Shalom. Ich vertraue, dass du bei der letzten Botschaft wirklich auch dich aufgemacht hast und angefangen hast zu danken für alles, alles, alles. Denn Gott lässt dir alle Dinge zum Besten dienen, alle. Hast du den Brief geschrieben und dein Herz vor Gott ausgeschüttet? Ich hoffe, dass du dir die Zeit dafür nehmen konntest und ich vertraue darauf, dass sie dir zum Segen geworden ist. Dass du für alles Gute in deinem Leben danken konntest, aber auch für das, was Schmerzen verursacht hat, was dich enttäuscht hat, was dich klein gemacht hat. Ist dein Herz leer und alles bei Gott, dann kann er es wieder neu füllen. Und er gibt immer gute Gaben. Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, von Gott, der alle Lichter der Himmel erschuf. Jakobus 1,17. Ich wünsche dir auch, dass der Herr dir Kreativität schenkt, für wirklich alles dankbar zu sein. Denn in allem Negativen gibt es immer auch etwas Positives zu entdecken. Wenn wir etwas zugenommen haben und die Kleidung nicht mehr so gut sitzt, heißt das doch, dass wir genug zu essen haben. Wenn wir im Stress sind und viel zu tun haben, heißt es doch, dass wir gebraucht werden, dass wir Aufgaben haben. Als die Corona-Krise ausbrach, waren viele Menschen zunächst sehr verunsichert. Und bis heute haben viele von uns große Angst. Und natürlich ist es auch eine ganz neue Situation, mit der wir erst einmal zurechtkommen müssen. Aber ich habe von Anfang an zum Herrn gesagt, lieber Gott, wenn ich in die ewige Herrlichkeit abberufen werde, dann will ich dafür dankbar sein. Denn es gibt nichts Schöneres, als in deiner Nähe zu sein. Und mit dieser Einstellung brauche ich keine Angst vor dem zu haben, was kommt. In Prediger heißt es irgendwo, bei der Geburt eines Menschen sollen wir weinen und bei seiner Abberufung in die Ewigkeit sollen wir uns freuen. Ich habe dem ganzen Werk, all meinen über 1600 Mitarbeitern gesagt, sollte mich Gott abberufen, dann sollen sie das größte Fest feiern. Ich habe es geschafft. Und sie sollen sich freuen und nachkommen. Ja, wisst ihr, neben allen Herausforderungen, die sich uns in dieser weltweiten Krise stellen, gibt es meiner Überzeugung nach jedoch auch viel Gutes. Ich will nur ein paar Dinge aufzählen. Beispielsweise konnte sich die Natur vielerorts erholen, da der Flugverkehr mehr oder weniger eingestellt wurde. Weniger Touristen unterwegs waren. In Venedig regenerierte sich das Ökosystem in der weltberühmten Lagune. Das Wasser war so klar wie noch nie und man konnte erstmals wieder Fische beobachten. Das Leben hat sich durch die Pandemie in vielerlei Hinsicht vereinfacht. Gerade im Freizeitbereich, wo man sonst manchmal in Freizeitstress gerät, gab es weniger Wahlmöglichkeiten und damit auch weniger Entscheidungen zu treffen. Familien rückten wieder enger zusammen und lernten sich kennen und schätzen, verbrachten viel Zeit miteinander. Dinge, die früher sehr wichtig schienen, wurden plötzlich unwichtig. Der eine oder andere merkte beispielsweise, dass ihm sein Geld nicht weiterhalf. Auf diese Weise wurden wieder viele falsche Götzen entlarvt. Sei es Sport, Kunst, Vergnügen, Reiselust, Gesundheit, wirtschaftlicher Erfolg oder was auch immer. Es wurde deutlich, worauf wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Und was passiert, wenn dieser Bereich ins Wanken gerät? Auch wir Christen konnten dadurch sehen, ob wir unsere Sicherheit wirklich in Gott suchen oder ob es etwas anderes gibt, auf das wir uns stützen. Positiv ist auch, dass viele Menschen tatsächlich anfingen, nach Gott zu suchen. Es geht nicht mehr um Religion, sondern um die Liebesbeziehung zu ihm. Wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Und wie seine zu dir? Viele Leute sind erstmals ins Nachdenken gekommen und ich vertraue darauf, dass viele zu unserem Herrn Jesus Christus durch diese Krise finden werden. Es gibt noch mehr Gutes, das entstanden ist. Ich habe gehört, dass Abtreibungskliniken zumindest zeitweise schließen mussten, dass Bordelle, Bars und Nachtclubs dicht machten. Und schließlich haben Christen überall zu beten angefangen. Mir wurde erzählt, dass in Israel ganze Stadtviertel Gott auf den Balkonen und aus den offenen Fenstern gelobt und gepriesen haben. Ähnliches wurde mir aus Brasilien und Venezuela berichtet.
Das Volk Gottes geht auf die Knie. Ich will damit nicht sagen, dass die Krise nicht auch bei vielen wirkliche Not ausgelöst hat. Aber ich will zeigen, dass es eben immer auch eine andere Perspektive auf das vermeintlich Schlechte gibt, das uns getroffen hat. Und ich will dich herausfordern, diesen anderen Blickwinkel zu suchen und Gott zu danken. In allen Dingen. Das ist eben auch diese umgekehrte Sicht, wie im Reich Gottes gilt und zu der wir in Matthäus 6,33 aufgefordert werden. Wenn wir danach leben, werden wir Wunder um Wunder erleben. Ich erhielt beispielsweise vor einiger Zeit von Gott den Auftrag, für 400 Kinder in Uganda eine Grundschule zu bauen. Ich fing also an zu planen und wir konnten das entsprechende Gebäude mit Spenden bauen. Als es fertig war, fiel mir plötzlich wie Schuppen von den Augen, dass ich gar nicht an die Inneneinrichtung gedacht habe. Im Budget war nichts für Schulpulte, Stühle, Computer und so weiter vorgesehen. Mir war das richtig peinlich und ich kam in meiner Verzweiflung zum Herrn. Es tut mir leid, aber ich habe wirklich dumm gehandelt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Das kann ich ja niemandem erzählen. Aber der liebe Gott kümmert sich um alles. Am nächsten Tag waren 80.000 Euro auf unserem Konto eingegangen mit dem Verwendungszweck für etwas, was die Mama Maria gerade braucht. Und so konnten wir die Schule einrichten. Ich jubelte nur, dass der Herr so gut ist. Er ist wirklich in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12,9. Die Zeit in der Corona-Krise nutzen wir auch dafür, um unser Büro aufzuräumen. Da kamen unter den Papierstapeln plötzlich ein Schenkungsvertrag zum Vorschein. Leute im Westen von Uganda wollten uns um die 80 Hektar Land schenken, schon vor einigen Jahren. Aber bei uns war das irgendwie untergegangen. Die Papiere dazu waren unter den Stapeln verschüttet. Wir riefen daraufhin dort an und fragten, ob der Angebot noch aktuell sei. Na, endlich meldet ihr euch, rief man uns freudig entgegen. Kommt her und das Land gehört euch. Und so werden wir immer wieder auf vielerlei Arten gesegnet, damit wir wiederum ein Segen sein können. Das ist der göttliche Kreislauf. Überlege doch einmal, was du loslassen musst. Woran klammerst du dich doch? Vielleicht sind es negative Gedanken oder Enttäuschungen, auf die du meinst, ein Anrecht zu haben. Du hast ein Anrecht. Vielleicht Unvergebenheit. Vielleicht ist es auch dein Besitz. Wenn wir uns an das Geld klammern oder an das, was wir haben, dann werden wir früher oder später von einem Armutsgeist beherrscht, ganz gleich, wie reich wir sind. Wir können dann nicht loslassen, was wir haben, weil wir Angst haben, dass wir nicht kriegen, was wir brauchen. Diese Geldgier, dieses Klammern sollst du loslassen, denn Gott möchte Segen im Überfluss in dein Leben bringen. Gib deshalb den Bedürftigen, die Gott in dein Leben bringt. Wie schwer fällt es dir zu schenken? Zuerst dich selbst an Gott. Gott möchte dich als Geschenk in seinem Leben haben. Und dann alles, was du hast und besitzt. Ist dein Selbstwert vom Geld abhängig? Bist du ein freudiger Geber? Dankst du Gott für den empfangenen Segen? Stell dir ehrlich diese Frage und dann komme mit Gott darüber ins Gespräch. Lege alles vor ihn hin und er wird dich beschenken. Warum sprichst du nicht folgendes Gebet? Geliebter Vater, ich danke dir, dass du ein gebender Gott bist. Du hast uns dein Allerliebstes gegeben. Deinen einzigen Sohn, Jesus Christus. Und du hast mir das Leben geschenkt. Durch mich willst du dein schenkendes Herz offenbaren. Geliebter Vater, ich bitte dich, dass du mir täglich die Augen und Ohren des Herzens öffnest. Damit ich alle guten Werke erkenne, die du für mich vorbereitet hast.
Ich stelle mich dir zur Verfügung, als ein Sprachrohr deiner Liebe. In Worten und Werken. Mit allem, was ich bin und habe. Und ich danke dir, dass du nie mehr verlangst, als ich habe. Aber ich bitte dich, erweitere mein Gebiet des freudigen Gebens und gleichzeitig mein Gebiet des freudigen Empfangens. Denn ich kann nur geben, was du mir gibst. Ich werde alle Ehre dir geben, aber ich empfange die Freude. Amen. Fang an, ein herzhafter Geber zu werden. Wir sind alle viel zu reich. Und wisst ihr, oft ist gar kein Platz mehr für Gott, noch was hinzuzufügen für dich. Fang an zu geben. Wir haben jetzt die letzten drei Weihnachten vollends gemacht. Wir haben gesagt, Jesus hat uns seinen Sohn gegeben und wir wollen jetzt auch anfangen zu geben. Wir haben im Oktober alle Kinder, haben sich schon die Kästen ausgesucht, was ihnen zu klein war. Aber es musste alles in gutem Zustand sein. Haben sie gewaschen, gebügelt, in eine Schachtel gegeben. Und den 24., 25. und 26. Dezember sind wir nur noch mit vielen Lebensmitteln in die ärmsten Gebiete gefahren und haben verschenkt, verschenkt, verschenkt. Aber uns als Familie haben wir gegenseitig Liebesbriefe geschrieben. Waren die schönsten Weihnachten. Fangt an zu geben, zu geben, zu geben. Und du wirst sehen, dann ist Raum für Gott, dass er dir Neues hinzufügt. Ich freue mich, dass du diese YouTubes anhörst und zu einem neuen Geschenk Gottes für diese Welt wirst. Denn er möchte sich durch uns verschenken an eine Welt, die dringend Liebe braucht, die dringend Hilfe braucht. Öffne deine Augen und Ohren und bitte Gott, dass er dir die Situationen zeigt, die er für dich vorbereitet hat, dass du ein mächtiger Segen wirst und dann als mächtiger Segen gesegnet wirst. Shalom, Shalom.